Im vergangenen Jahr waren wir am Glemseck, einer der größten Motorradveranstaltungen in Europa. Und den ganzen Tag sind so die Customizer mit ihren tollen Maschinen dort vorbeigefahren. Man konnte den Sound hören und den Geruch wahrnehmen. Und ja, da war einfach sehr viel Gänsehaut auch mit dem Spiel. Und wir haben gesagt, Mensch, das wäre eigentlich doch perfekt für Triumph, an dieser Rennserie teilzunehmen. Unser Ziel bei Triumph war es, zu zeigen, was man alles aus einer Thruxton A machen kann. Die Thruxton A ist ja per se schon ein wunderschöner britischer Coffee Racer. Und wir wollten daraus ein Rennbike bauen. Dabei zum einen den klassischen Charakter der Thruxton beibehalten, zum anderen das Ganze kombinieren mit diesem klassischen Rennmotorrad-Look. Die ersten Gespräche mit Triumph Motorrad Deutschland und Österreich fanden am Glemseck 2017 statt. Und wir haben uns natürlich sehr darüber gefreut, dass wir als neuer Partner für 2018 ausgewählt wurden. Und mit dem Kompressor-Kit und noch einigen anderen Modifikationen werden wir ein gutes, konkurrenzfähiges Motorrad auf die Beine stellen. I've been working with Flo for Miller Motorcycles, fitting a supercharger to this Thruxton R. We're using a Rotex-style supercharger. We're going to put a free-flowing exhaust system on it, bigger injectors, and we're going to run an intercooler to keep the intake temperatures down. We're aiming for around about 7 psi with this pulley setup, which will hopefully increase the horsepower of this engine by quite a lot. Once it's all finished, we're going to be heading over to the rolling road, where we're hopefully going to get the mapping done and see what power this actually makes. Die größte Herausforderung wird sein, das Fairing-Kit, sprich die Vollverkleidung, anzufertigen. Wir werden das aus Aluminium machen und das wird viel Handarbeit sein. Für die Power im Motor haben wir uns ja für den Supercharger, für ein Kompressorsystem entschieden. Und haben außer den Einspritzdüsen Schmiedekolben verbaut, zusätzlichen Ölkühler. Haben eine verstärkte Kupplung eingebaut, haben die ganze Geometrie so ausgelegt, dass diese zusätzliche Power auch auf die Straße kommt, nachher auf der Rennstrecke auch umgesetzt werden kann. Haben dadurch Berechnungen angestellt, dass wir die Schwinge verlängern müssen. Die Kiste geht richtig gut vorwärts. Wir haben sie schon ausführlich und ausgiebig getestet. In Verbindung mit den Racelicks, die wir von Metzeler bekommen haben, baut das Teil jetzt auch richtig geilen Grip auf. Die erste Phase des Projekts haben wir jetzt abgeschlossen. Die Maschine ist pünktlich fertig geworden mit viel Überstunden und viel Schweiß und Tränen. Und wir sind gespannt, was die Verantwortlichen von Triumph zu unserer Maschine sagen werden. Als die Tür aufging, das war natürlich ein sehr besonderer, emotionaler Moment. Bisher hatte ich das Motorrad ja nur als Skizze, als Rendering gesehen. Und es ist nochmal was komplett anderes, wenn man es dann in Natura zum ersten Mal sieht. Und das war ja ein echtes Highlight, ein echter Wow-Moment. Mellow ist es meiner Meinung nach perfekt gelungen, diese Anforderungen, die wir an das Projekt hatten, umzusetzen. Das heißt, zum einen den Originalcharakter der Thruxton A beizubehalten, das Ganze zu transformieren in den klassischen Rennmotorrad-Look und jede Menge Leistung dabei herauszuholen. Die zweite Phase des Projekts wird sein, dass wir eine Rennsaison jetzt vor uns haben und beweisen müssen, dass wir mit der Maschine gewinnen können und dass sie nicht nur gut aussieht. Yeah.